machen wir es ein bisschen ein, ein bisschen schwieriger. Eins hatten wir. Die Schreibtischvarianten sind alle soweit durch. So, dann schauen wir mal. Wir haben hier 8 Kugeln, wenn ich jetzt 5 in Bewegung setze. So bleiben jetzt aber nur noch 3 übrig. Ich glaube, das ist ja irgendwie doch nicht gelingt, oder? Wie sieht es denn jetzt aus? Alle? Alle ist schon mal gut, weil es muss knallen und alles muss sich bewegen. Dann funktioniert hier was. Ja? Wenn es nicht geht? Ja, ich kann mir vorstellen, dass dann die Kugeln stehen bleiben. Gut, nehmen wir mal hoch, ja? Wir gucken einfach mal und schauen, vielleicht sind wir dann schlauer. Ja. So. Das heißt. Geht von Kugel zu Kugel durch und dann auf die andere Seite transportiert. So. Da können wir vielleicht noch mal. Was vorne passiert, muss auch hinten passieren, sagte er. Beiden Seiten ein. Auf der Seite 3 Kugeln und auf der eine. Versuche die zur gleichen Zeit aufreißen zu lassen. Ja? Wir denken jetzt einfach mal dran, was da passiert, was hier passiert, was hier und was da drüben auch passiert. Ja? Das heißt, der wird sich nicht nur groß. Ja? Schiebe ein. Immer 3 und 1. Was vorne passiert, muss auch hinten passieren, sagt er eingangs. Im Jahrtausendturm in Magdeburg. Ja, so, jetzt haben wir mal eine Kugel ein bisschen.